Hallo meine Lieben, da bin ich schon wieder mit einem neuen Tutorial von Deutschi Tutorials. Ihr habt schon lange drauf gewartet. Ich weiß, ihr vielen Fans, die es noch nicht gibt, aber die mich bald kennenlernen werden, weil sie mich toll finden, irgendwann vielleicht. Also gut, ich habe bis jetzt noch nicht mal ein View meiner Videos. Aber ich hoffe doch, dass es irgendwann mal soweit sein wird, dass Leute sich meine Tour. Ja. Also, ich habe heute ein ganz wichtiges Thema mitgebracht. Das Thema Raumschiff Fenster. Ja, ihr lacht. Das ist extrem wichtig. Wirklich, glaub's mir. Ja, also sind wir mal ehrlich, jeder 3Dler, der irgendwann anfängt, das erste, was der machen will, ist ein Raumschiff. Das erste eigene tolle Raumschiff, so wie bei, was weiß ich, Star Trek, Star Wars oder Deep Space Nine oder wie die alle hießen. Auf jeden Fall, deswegen ist auch das Thema Raumschifffenster sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, warum? Weil die Größe eines Raumschiffs erkennt man an der Anzahl der Fenster. Ganz wichtig. Ja, lacht nicht, es ist so. Klar, man könnte jetzt irgendwie da irgendwelche Flügel modellieren und irgendwelchen kleinen Krimskrams und Turbinen und irgendwas anderes. Aber ich meine, wer hat schon die Zeit für sowas? Also ich nicht. Ich mache lieber Fenster. So, und jetzt fangen wir los. Jetzt machen wir erstmal ein Raumschiff. Zack, fertig. Also meine Perioden-Fans, die werden mich verstehen. Nein, tut mir leid. War ein kleiner Ausrutscher. Okay, also nehmen wir an, das ist jetzt einfach ein Kugelraumschiff, ein fertiges, bis auf die Fenster natürlich. Kriegt jetzt eine neue Material. Standardmäßig natürlich jetzt nur noch Arnold. Also ohne Arnold geht bei mir nichts mehr, seit ich die Software habe. So, dann die Color. Vielleicht so ein Blau. So ein Blau-Blau. Nein, nein. Also Blau ist keine Raumschiff. Also dieses Blau, vielleicht mehr so metallisch. So graublau, vielleicht so graublau. Graublau, so ja. Ja, das geht. So, dann holen wir uns mal den Hypershade. Also ich habe den da drüben, weil ich habe zwei Monitore, ne? Ihr habt die nicht, also ihr habt die vielleicht schon, aber ihr seht sie bei mir nicht. Tut mir leid, aber ich denke, ihr wisst, wie man Hypershade aufmacht, oder? Okay, also das Wichtigste, das Allerwichtigste, bevor man hier irgendwas macht, benennen. Also das geht sonst, also das ist jetzt grau, blau, Raum, Schiff, also grau, blau, Metallic, Raum, Schiffs, Metall. So, ganz wichtig. Ich mache das nie. Da gar keinen Bock zu. Ja, aber wir brauchen es tatsächlich, weil ich will die duplizieren. So, also jetzt habe ich die nochmal. Und das hier wird jetzt nicht die grau-blau Metallic Raumschiff Schiffsmetall, sondern Metallfenster weiß. Grau-blau Metallic Fenster, naja, wie auch immer. Und da, Trick 17, ist schon offen, die Emission. Also ich finde, die Emission ist eigentlich das Beste, um Raumschiffsfenster zu machen. Dann nehme ich gleich eine Grid, drehe hier die Farben um, weil ich will ja nicht den Rahmen weiß haben, ich will ja das Fenster weiß haben. Und dann gehe ich auf eine gleichmäßige Verteilung von 0,5 auf 0,5. Ne? Ich habe vergessen, noch die Emission überhaupt hochzusetzen. So, jetzt sehen wir es hier schon in der Vorschau. So sehen meine Fenster quasi dann auf diesem Metallic, graublau, ist ja egal. Und jetzt müssen wir das noch hier auf unser Kugelraumschiff verteilen. Ich will das aber jetzt nicht auf dem ganzen Raumschiff, sonst hätte ich ja nur eine Textur gebraucht oder ein Material. Ich mache da jetzt über Faces, nehme ich mir jetzt da mal zwei so rein irgendwie. So. Ja, vielleicht da oben noch eine, oder? So eine kleine Superreihe. Ja, und da vergebe ich jetzt hier im Hypershade meine, ja, gut, dass ich benannt habe, die graue Fenster weiß, genau. Also kommt es auf diese Selection
Und man sieht schon, es sieht jetzt toll aus. Jetzt habe ich ein durchgehendes weißes Fenster. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus, aber nicht unbedingt wie ein Fenster. Da muss ich noch ein bisschen rumschrauben, und zwar an dem Place Note, der ein bisschen so den Repeat steuert. Und da in diesem Place Note, also ich hab jetzt noch die Texturansicht gerade verändert, sonst hätte das immer so angezeigt. Also detaillierter quasi gemacht. Der Place Note, genau. Hier kann ich jetzt die Anzahl der Fenster steuern. Also ich meine, das sieht jetzt noch ziemlich übel aus, aber nicht wie ein großes Raumschiff. Vielleicht hier mal kleiner gehen, hier mal mehr machen. So, jetzt ist es schon eine Corvette schon fast, oder? Also Corvette ist bei Perion, ist es so ein 60 Meter Kugelraumschiff. Ne? Und wir können das aber einfach ein bisschen steigern, indem wir hier so mal so hoch gehen, hier vielleicht. Auf 20, auf 16. Also jetzt finde ich, ist es schon mehr so ein 200 Meter Raumer. Oder? Ja, kann man schon so sagen. Und ja, wenn wir jetzt hier mal nochmal vielleicht da auf, ja, was muss ich da gehen? Da muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren, weil der natürlich die Textur auf die ganze Kugel umlegen muss. Und ich probiere da halt jetzt rum, bis ich mehr Reihen zusammenkriege. So, jetzt sind schon drei, ne? Also jetzt sind wir schon mindestens in der Imperiumsklasse. Mindestens. So, und wenn wir jetzt mal richtig reinhauen wollen. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also wenn man sich vorstellt, es wird ein Fenster. Vielleicht 1500. Ja, ich weiß nicht. Und hier mal auf 200. Ja, vielleicht da schon. 900. Halt, da muss ich hier höher gehen, dass die ein bisschen quadratischer werden. 300, nicht 30. So. Also jetzt kommen wir schon in die Größe von einem Todesstern, ne? Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass also ich muss das nicht rausrendern. Das sieht dann gerendert genauso aus, wenn nicht noch schlechter. Aber es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Je mehr Fenster, desto größer das Raumschiff. So, das war alles, was ich euch sagen wollte. Ich liebe Maya. Ciao.